Auf geht's zum nächsten Auftrag. Aua. Beißt er mich einfach so im Vorbeilaufen? Fupp, Ritter in Not. Hallo. Das war knapp. Du hast mich keine Sekunde zu früh gerettet. Danke, mein Freund. Ja, ja, dafür nicht. Was willst du, Wanderer? Mit dir sprechen? Ach, zum Teufel mit allem. Ich gehe Schafe hüten. Ich höre hier ein bisschen Gebrummel im Hintergrund. Was für schöne Stiefel waren denn das? Toussaint Ritterstiefel. Die können wir bei uns zu Hause schön ausstellen. Das ganze Herzogtum hat sich von der Realität verabschiedet. Kurz lesen, fertig. So. Weiter geht's. Wo ist das Pferdchen? Da. Auf geht's zum nächsten. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Hier sind Drachen. Oha, oha, oha. Okay, dann darf ich da nicht längs. Alles klar. Ich will da hin, dann müsste ich am besten da das Schiff nehmen. Ihr müsst eure Gruppe erst versammeln. Hier sind Drachen. Bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt, ey. Halt. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Seid ihr. Okay. Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehren des Propheten Majoran in ihre Herzen lassen würden, wäre diese Welt ein viel besserer Ort. Erhebt eure Stimmen gemeinsam mit mir. Oh, Prophet Majoran! Oh, Prophet Majoran! Oh, Salz, oh, Pfeffer! Ich mag euch alle so gerne. Versteckter Schatz. Den gucken wir uns doch gleich mal an. Kuckuck. Was haben wir hier ertrunken? So, wo ist das Schätzchen? Schätz mal im Schiff drin. Jawohl. Jetzt aber schnell nicht, dass wir ersaufen hier. Schnell wieder raus. Raus da, Mann! Los, komm! Beeil dich! Boah, gut, dass das nicht knapp war, ey.
Schön, schön. Dann können wir wieder hoch. Ich sehe gerade nur noch 5 Aufträge für den Kämmerer, dann sind wir fertig. Ja, der Wind steht gut. Regel Nummer 1 beim Fahren durch Flüsse: Fahre nicht zu weit am Rand, sonst triffst du auf Sandbänke. Ich weiß nicht, ob es Regel Nummer 1 ist, aber ich stelle es mir ziemlich wichtig vor. Ein Lager. Hallo, liebe Leute. Ich komme euch mal besuchen. So, steh mal auf. Danke. Warum musstest du uns auch sauer machen? Jetzt! Mach die Lärme! Weiß ich nicht. Ihr seht so lustig aus, wenn ihr sauer seid. Vorsicht! Dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Was? So was sagt man doch nicht. Cool, sein eigener Kollege hat ihn gerade erschossen. Komm schon, Knacker, mach mal Pause! Knacker, ich bin auch frisch. Wie frisch. Zack. Da-di-du, da-di-da. Oh, so eine Blume brauche ich noch. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber ich nehme sie mal mit. Sehr schön. Dann steigen wir jetzt auf unser Landgefährt um. Das Vehikel fährt. Zum silbernen Salamander. Ach, die Wegmarkierung hier. Na gut, tanzen wir. Ah, jetzt bin ich schon im Kampf. Egal. Esse ich einen Knödel, muss reichen. Aua. Was willst denn du? Scheiße, sagt er. Scheiße. Igni Power! Igni! Alle gemeinsam! Gelobt sei Prophet Majoran! Ist immer noch ein Gewürz, Junge! Der läuft nirgends mehr hin. Bam. So. Jetzt werde ich gleich den Kopf verlieren hier. Tschüss. Zeit zu sterben. Ist noch was hier? Irgendwie bin ich noch im Kampf. Immer ein Stück. So. La la la. Wir befreien hey. Leute. So, wir müssen noch ein Stück reiten. Die kommen nämlich leider nicht zu uns.
Verdammt. Oh, plötzlich. Warte mal hier. Ich mach da mal eben Platz. Gottverdomme! Gottverdamme, so ein Shit. Ins Gesicht. Noch einer? Da hinten. Lass mich darüber. Komm schon, Pissnecke! Da bin ich. Tschüss. Bist du deswegen so grau? Bist du deswegen so grau? Ich wurde grau geboren, Junge. Weil ich weise bin und so ein Scheiß. Menschen und Hunden kann man nicht trauen. Deine Arbeit ist das sehr aufreibend, oder? Bist oh, du guck mal, so eine Gehhilfe. Hexe, Hexe, auf ein Wort. Luede Hanses. Was? Gut, dass du sie vertrieben hast, Hexer. Artfein, genau was wir brauchen. Einen Hexer mit Eiern aus Granit. Diese Bluede Hanse hatte diese Gegend schon zu lange terrorisiert. Danke für deine Hilfe, Wattgern. Ein Nilfgaarder, so weit weg von zu Hause und er ist kein Soldat, das ist selten. Das Kriegshandwerk liegt mir nicht. Mein Wattherr, ich meine mein Vater allerdings... Er hat bei Sodden gekämpft. Er hat es überlebt. Und das trotz durchbohrter Lunge und Verlust der rechten Hand. Aber mit diesen Verletzungen konnte er nicht mehr in der Impera-Brigade dienen. Das Klima und der Wein hier in Toussaint fördern die Genesung. Und die Nilfgaardische Veteranenpension ist nicht übel. Man bekommt sogar eine Taverne dafür. Danke, Hexer, dass du mir geholfen hast, meinen Erbteil wiederzuerlangen. Art Dank. Zeig mir, was du anzubieten hast, Nilfgaarder. Zeig mir deine Waren. Davon will er nichts wissen. Das war klar. Davon auch nicht, davon auch nicht, davon auch nicht. Der will nur anderen Scheiß. Dann sag ich mal auf Wiedersehen. Das ist doch eine ziemlich große Geschichte hier. Da muss es doch mindestens einen Schmied geben. Oder jemand, der so tut, als wäre er ein Schmied. Gibt es aber nicht. Ein Säugling. Gut. Man muss es tragen können. Oh, Backe. Gwent ist doch mein Untergang. Schon wieder verloren. Patrouille gut. Auf nüchternen Magen. Wir machen gleich den nächsten. Dann sind wir auch bald durch, Mann. Wir haben es bald geschafft, ey. Richtig gut. Wir waren jetzt ziemlich fleißig die letzten Folgen. Dann wird das auch bald was Zeit jetzt, für die Endsequenz. Oh, eine Hansebasis. Schön. Das Leben ist König! Der Tor noch viel schöner! Umzingelt ihn! Verdammt!
Da bist du richtig. Alter, wo steht der denn ganz, ey? Gute Nacht, Tunte. Alle zusammen zum Kuckuck! Oha, was bist du denn für ein? Das war einfach. Das war zu leicht. Wir schnetzeln uns hier durch. Oder auch nicht. Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Er darf uns nicht... Moment, erstmal muss ich meine Waffe reparieren. Wartet mal bitte. Erst mit bisschen Feuer. Noch so einer hier und schleichen, oder was? Verflucht! Na, noch einer? Will jemand noch Spaß? Ich bin Geralt der Schlechter. Ich muss da irgendwie hoch. Das hier eine Leiter. Ah, hier ist eine Leiter.
Hallo, Antron. Für Lot Halbbluts Wandergilde! Jetzt! Macht ihn alle! Bam! Mann, du hast einen tollen Schlag drauf, du! Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch! Ja. Das will ich sehen, Junge. Hat wohl nicht ganz geklappt, oder? Hast du dir das so vorgestellt? Vielleicht. Alles. Wow, fuck. Das war jetzt schlau. Letzten Spielstand laden. Düdüm. Ah, jetzt. Wow. Wir sind solche Helden. Yippie-yay. Die Hansebasis ist besiegt. Ja. Hast du einen Augenblick für mich? Den guten Namen einbüßen? Oh, ein Schmied. Was für eine Geschichte. Ein einziger Hexer gegen einen ganzen Haufen Bastarde. Und er macht sie alle platt. Natürlich. Du hast hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexer. Cool. Zeig mir doch mal dein Angebot. Kauf meine Sachen bitte für das Doppelte. Sortieren nach Typ. So. Weg. Weg. So, ich danke dir. Ritter-Turnierstiefel und Ritterstiefel. Dann verkaufen wir mal die Ritterstiefel und behalten die Ritter-Turniersachen. Ich glaube, so ist das gut. Bis später. Wiedersehen. Bravo. Verdammt Bravo. Ah. Tolle Vorstellung beim Turnier. Verdammtes Bravo. Ja, danke. Danke. Mache ich täglich. Nicht stehen bleiben. Also ein ganz normaler Tag halt. Nee, ich gehe auf mein Pferd und dann bin ich gleich weg. Was soll das? Aber eigentlich, hier liegen noch so viele Leichen. Denk dran, das können wir mal alles aufsammeln und verkaufen, oder? Mein lieber Freund, mit so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen. Ich denke mal, das wird hier nicht ewig liegen und das Geld liegt hier quasi auf der Straße. Das können wir nicht einfach so hier rumliegen lassen. Man hört schon die Fliegen. Da steht direkt ein Schmied, also auch wenn wir gleich überlastet sind, können wir das easy bei dem verticken. Falls wir denn überlastet sein sollten.
Ich glaube, wir müssen auch bald mal die Floren umtauschen. Es gibt auch noch mal ein halbes Vermögen mittlerweile. Sorry. Ich verlaufen. Ich bin neu hier. Der Turniersieger. Eine Ehre, dich du zu hast treffen. Fuchstal aus dem Würgegriff von Loth Halbblut. Ja, danke. Zeig. Ich möchte nur die Waren sehen. So. Sortieren. So, wunderbar. Das war doch mal richtig Kohle wieder. Bis später. Tschüssi. Ein einziger Hexer gegen einen ganzen Haufen Bastarde. Und er macht... Komm schon! Aus dem Weg, ich komme. Da sind wir schon, oder? Ja. Schlüssel benötigt. Müssen wir da noch irgendwie reinkommen? Ah, sehr gut. Tschüss, Bandit. Tschüss, Bandit. Aua, Junge. Und noch einen in die Schnauze. Sehr gut. Das war's gewesen. Damit werde ich nicht fertig. Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Beruhige dich, es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Ja, na klar. Was hast du denn zu verkaufen? Zeig mal, was du hast. Eigentlich nur Schrott. Silber. Gehärtetes Holz. Leder. Bla 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 bla. Färbemittellösung. Ja gut. Das ist nicht so der Hit. Aber trotzdem danke, danke. Dir. Bis dann. Tschüss. Ich meditiere hier kurz, wenn dich das nicht stört. Mal ebenso 11 Stunden. Nur 11 Stunden, nicht länger. Nicht länger. Nein, 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 nein. Ach, du bist immer noch hier. Aber ist gut, dass wir hier einen Händler finden. Dann können wir nämlich gleich die Sachen verkaufen von den Leuten. Und vielleicht, was wir hier so finden. Mal gucken.
hier rein? Nee, natürlich nicht. Das gibt hier kaum noch offene Türen irgendwie, ne? Bisschen schade. Tag, der Herr. Was hast du denn? Ah, der kauft keine Waffen. Schade. Schade. Das Anwesen sieht verlassen aus. Gehört es dir? Ich bin eher der Verwalter. Auf Weisung des Schatzministers soll ich als Hausmeister für die Liegenschaften des Grafen Delaunay sorgen. Er wird vermisst. Aber mich hat niemand gewarnt, dass die Villa Vedette eine Räuberhöhle ist. Oder jedenfalls war. Dank deines Heldentums, Meister Hexer. Danke. Auch nicht der Rede wert. Das mache ich täglich. Kann man hier auch eine Tür benutzen? Da. So, zwei Aufträge noch. Dann können wir zum Kämmerer.